weil du sagst, ein Teil der Identität. Ich glaube, das zu verstehen, dass man nicht komplett alles aufgeben muss, was mit diesem Job einherging. Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Anastasia Barner. Anastasia zählt zu den jüngsten Gründerinnen in Deutschland und ist CEO des Unternehmens Fementor. Fementor hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen aus unterschiedlichen Generationen zusammenzubringen und ist die erste Reverse-Mentoring-Plattform in Europa. Auf der Plattform geht es darum, dass jüngere Frauen an der Erfahrung von älteren Frauen teilhaben können und zugleich wird es ermöglicht, dass ältere Frauen von jüngeren Frauen auch etwas lernen können, wie zum Beispiel, was sind die neuesten Trends? Darüber hinaus ist Anastasia TEDx Speakerin und ist seit 2023 Autorin. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Anastasia Barner. Hallo Anastasia. Hi, schön, dass ich da sein darf. Was beschäftigt dich gerade? Mich beschäftigt gerade oder beziehungsweise eigentlich schon die letzten 5 Jahre der Generationskonflikt. Das Thema, wie können wir es wirklich schaffen, den Brückenbau zwischen unterschiedlichen Altersgruppierungen zu ermöglichen, denn wer sich gerade mal die politische Lage anschaut oder auch die gesellschaftliche Situation, sieht, dass wir da einfach eine unglaubliche Diskrepanz haben, dass wir sehen, dass unterschiedliche Altersgenerationen sich hassen, mit Vorurteilen begegnen und auch vorverurteilen und sich gar nicht die Möglichkeit geben, miteinander zu arbeiten, zu lernen und auch zu leben. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema, was mich derzeit beschäftigt. Gab es deiner Meinung nach den Generationskonflikt schon immer oder ist das jetzt aktueller denn je? Den gab es schon immer. Ich glaube, du musst dich immer als jüngere Generation von der älteren ablösen oder abgrenzen vor allem. Aber ich glaube, es war noch nie so ein Thema und so ein extremes Abgrenzen, weil meine Generation jetzt die erste auch ist, die auch die ältere Generation mit so Sprüchen wie okay, Boomer verurteilt und auch da sehr negativ gegenüber reagiert. Und wir natürlich auch eine Generation sind, die viele nicht mehr verstehen. Es ist nicht, dass wir jetzt wir hören andere Musik nur oder wir haben eine andere Art, uns zu kleiden, sondern wir sind auf einer ganz anderen digitalen Welt groß geworden, die halt für viele ein Mysterium ist, die für viele gar nicht zugänglich ist. Und die viele auch gar nicht verstehen, unsere Sprache, unseren Humor, unsere Bildsprache vor allem, unsere Art zu kommunizieren, unsere Internationalität, unsere Diversität. Und ich glaube, dadurch, dass viele das nicht mehr verstehen können und nachvollziehen können, warum wir so sind und wie wir überhaupt leben, gibt es jetzt einfach eine viel, viel größere Lücke zu füllen und Verständnis füreinander aufzubringen und auch vielleicht die erfahrenere Generation mit reinzuholen ins Boot und zu sagen, naja, wir nehmen euch an die Hand mithilfe von zum Beispiel Reverse Mentoring, wo wir euch erklären, wie funktioniert das? Warum sind wir auf sozialen Medien? Was ist eigentlich dieses Tiki-Toki, auf dem wir so viel Zeit verbringen und all das? Wann bist du zum letzten Mal einem Generationskonflikt begegnet? Also, ich würde sagen, gestern, nein, also es ist schon so häufig, dass ich das nicht mehr mitzähle, aber natürlich häufig auf Veranstaltungen, wo ich sprechen darf oder in Unternehmen, wo ich eben auch die Generation Z erkläre und ich bin recht provokant in meiner Art, wie ich das kommuniziere und gehe auch auf Klischees und Vorurteile ein und bestätige es auch teilweise, dass ich sage, hey, es gibt immer eine faule Person in der Generation Z. Das wird es leider immer geben, aber die gab es in jeder anderen Generation auch. Es gab immer die Macher und Macherinnen und die eher ja auf der faulen Haut liegen. Und da merke ich schon, dass im Nachgang schon sehr, sehr viele auf mich zukommen, vor allem Männer, die dann auch sagen, ja, wie ist das denn? Und bei uns im Konzern läuft das überhaupt nicht und die Jungen wollen nicht mitmachen. Also da merke ich schon immer wieder, dass da auch dieses Verständnis, wo sie selber mal jung waren, nicht herrscht, dass Fehler nicht in Ordnung sind. Du musst direkt alles gut machen, alles perfekt können. Du musst es so können wie ich. Und die Leute vergessen an dieser Stelle meistens, dass sie 30 Jahre Berufserfahrung hinter sich haben und die Person gerade ihren ersten Job hat meistens. Und da merke ich auf jeden Fall den Generationskonflikt extrem. Warum vergessen das die Menschen? Ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen. Also es gibt jetzt keinen magischen Moment, so ich werde jetzt 50 und danach vergesse ich die ganzen vorherigen Jahre. Aber ich glaube, es ist auch so ein Gefühl von, für mich war es damals hart, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das Gleiche musst du jetzt auch durchleben, weil bei mir hat es ja funktioniert.
Und da liegt, glaube ich, ein riesiges Fehldenken, weil so erreichst du die Generation Z nicht mehr. Damals mit der Babyboomer-Generation, wie sie ja auch heißt, also Babyboom, gab es einfach unglaublich viele Menschen für weniger Berufe. Heutzutage hat sich das komplett gewandelt. Es gibt einen totalen Arbeitnehmer- und Nehmerinnenmangel, vor allem Fachkräftemangel. Und da müssen wir einfach hinschauen und sagen, die Art der Kommunikation und die Art des Einarbeitens und die Art des ersten Jobs zu haben und auch die Generation Z zu halten, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und da muss einfach Wandel kommen und nicht nur von meiner Generation, sondern auch von den Unternehmen und den Personen, die halt eben einstellen. Kann es auch sein, dass wir einfach viel zu sehr in die Zukunft blicken, dass wir deswegen teilweise vergessen, was wir in der Vergangenheit erlebt haben? Weil das kann ja Einflussnahme haben, dass wenn wir ganze Zeit sagen, höher, schneller, weiter, blicken wir in dem Moment immer in die Zukunft und vergessen eigentlich, was haben wir in der Vergangenheit gelernt oder auch falsch gemacht. Ja, kann sein, aber ich glaube, es ist auch so dieses, früher war alles besser, also diese Verklärung von der Vergangenheit, dieses, damals war es doch auch nicht so schlimm, damals haben wir es doch auch hinbekommen, aber sich in die Lage zurückzuversetzen, wie es einem vielleicht wirklich ging in dem ersten Job oder auch vielleicht mal zu reflektieren, das machen die wenigsten. Und ich glaube, daran liegt es halt an diesem Bild, was man schafft, was einfach die Zeit auch verschwimmen lässt, weil einfach viel Zeit vergangen ist, dass man sich gar nicht mehr so genau daran erinnern kann, wie war das denn damals vor 30 Jahren? Wie erging es dir in deinem ersten Job? Also ich habe ja relativ früh gegründet. Das heißt, rein theoretisch war mein erster richtiger Job meine Gründung. Aber ich habe mit 7 Jahren damals angefangen, als Schauspielerin zu arbeiten, habe sehr spät immer auf der Bühne gestanden oder an Sets gedreht oder ich habe mit 14 Jahren als Jugendjournalistin angefangen und habe wirklich 6 Jahre Journalismus hinter mir. Und ich bin froh, dass ich alles so früh gemacht habe teilweise, weil ich sehr, sehr früh nicht nur Berufserfahrung sammeln durfte, sondern auch merken konnte und so ein kleines Ausschussverfahren machen konnte. Was möchte ich? Was will ich von einem Job? Was will ich von einem Arbeitsklima? Was will ich von einem Umfeld? Zum Beispiel mit der Schauspielerei habe ich ganz früh gemerkt, das ist zwar cool und mir macht es auch Spaß, am Set zu sein und ich Schauspieler unglaublich gerne, aber wenn du dann vor der Kamera stehst oder auf der Bühne, bist du die Marionette. Du musst nach links gehen, wenn dir jemand sagt, geh nach links, du musst die Texte eines anderen oder einer anderen sprechen. Und das war einfach nicht meine Welt. Ich wollte meine eigene Stimme haben, ich wollte meine eigenen Texte sprechen. Ich möchte dahin gehen, wo ich hingehen möchte und nicht, wo die Person denkt, dass es dahin geht. Und da habe ich halt auch früh realisiert, okay, das, was Schauspiel ausmacht, zu einem großen Teil, das kann ich einfach nicht so gut. Und dadurch auch eigene Stärken und Schwächen zu erkennen, zum Beispiel zu merken, ich bin vielleicht eher in einer Leadership-Position besser als in einer Angestellten, in einem Angestelltenverhältnis, wo ich eben auch keine Marionette bin, aber wo ich eben auch das machen muss, was mir vorgesetzt wird. Und es gibt Leute, die ich total bewundere in meinem Umfeld, die sind die richtig, richtig gut in ihrem Job, weil sie kriegen eine Aufgabe, sie meistern das mit einer Art und Weise und mit einem Lösungsansatz, den ich gar nicht sehen würde und den ich gar nicht kennen würde, weil ich einfach ganz andere Arten kennengelernt habe zu arbeiten als Gründerin. Das heißt, ich hatte das eigentlich nie so richtig, so einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte, sondern bin da relativ schnell selber in die Rolle gegangen und habe mir das auch vielleicht etwas härter beibringen müssen, wie das funktioniert, wie das klappt, wie man auch eine gute Führungskraft ist. Wie erkennt man denn so früh und so schnell, was der eigene Weg ist? Weil wenn man zum Beispiel in der Schauspielerei ist, also wie findet man den eigenen Weg der Exzellenz? Weil gerade in der Schauspielerei oder bei vielen anderen Jobs kann es ja sein, dass wir einem Leben nacheifern, das wir selbst gar nicht führen wollen. Und wir denken, wir müssen das machen. Und wir sehen gar nicht, was es da alles für Facetten gibt, was man alles beachten muss. Und schnell zu erkennen, ich möchte gar nicht die Texte von einer anderen Person sprechen. Beispielsweise, ich möchte die eigenen Texte sprechen. Oder ich möchte nicht das und das tun. Das ist ja schon relativ früh, dass du das erkannt hast. Und wie gelingt das? Also wie findet man denn seinen eigenen Weg? Es ist so schmerzhaft. Also wenn du dein Leben lang Schauspielerin werden wolltest oder Journalistin, Moderatorin, Führungskraft, jetzt vielleicht mal rausgenommen, dann ist es total schmerzhaft zu realisieren, hey, das, worauf ich mich jetzt vorbereitet habe in meiner Jugend, was ich gemacht habe, worin ich auch viel Kraft investiert habe und natürlich auch viele Absagen riskiert habe, weil was bedeutet Schauspiel? Du hast Castings, du hast vielleicht 100 Castings und davon kommen vielleicht 2 Jobs zustande. Das heißt, ganz, ganz viel Energie, Kraft, Zeit ging in diesen Traum, Schauspielerin zu werden. Und irgendwann musst du einfach realisieren und dich auch mal ehrlich mit dir selber hinsetzen. Da kann dir keine Person sagen, ja, schau dir das vielleicht mal an, ist das wirklich deins? Sondern du musst selber diese
intrinsische Motivation haben, zu sagen, ich setze mich jetzt hin, ich schaue mir das an, ich schaue mir auch an, wie mein Leben aussehen würde damit. Und sich auch einfach mal mit einer Zukunftsvision auseinandersetzen. Wie lange kann ich den Job machen? Genau wie zum Beispiel viele meiner Freundinnen sind Models. Die sagen, ich bin jetzt 24, 25, kann den Job vielleicht noch 3 Jahre machen, dann war es das für mich. Also das heißt, sich da auch wirklich hinzusetzen, zu überlegen, wie lange wird mein Typ noch gefragt? Wie lange wird das alles noch trendig sein? Wie lange wird mich das auch noch erfüllen? Und das habe ich eben dann gemacht mit gerade so um die 17, 18. Und habe dann noch so ein bisschen das auslaufen lassen. Ich bin nach wie vor in Agenturen, kriege auch immer mal wieder Anfragen und schaue mir das auch immer wieder an. Denke mir so, ist das nach wie vor mein Wunsch? Will ich das? Will ich zu einem Casting gehen? Will ich eine Hauptdarstellerin sein in einem Film? Möchte ich in einem Werbespot mitdrehen? Oder möchte ich lieber meinen Job jetzt weitermachen? Und die Antwort jedes Mal ist, ich möchte das machen, was ich jetzt mache. Und man muss, glaube ich, diese Alternative finden. Man muss diese Option finden, sich auszuprobieren, sich die Zeit geben, nicht nur sich auf eins zu fokussieren, was dann natürlich auch verkrampft wird. Dass man dann ist, oh, das muss jetzt klappen, weil darauf habe ich mich vor 5 oder 6 Jahren eingeschossen. Wenn das jetzt nichts wird, dann wird es gar nicht. Und das so ein bisschen dem entgegenzuwirken mit einem zweiten Berufswunsch oder mit einem dritten, einer dritten Option, also Plan A, B, C, D, E, F bis Z runter, kann unglaublich hilfreich sein, weil man dann einfach auch verschiedene Expertisen erlernt und auch verschiedene Branchen kennenlernen darf, die einem vielleicht vorher verschlossen geblieben wären und die man vielleicht auf den ersten Blick niemals gut gefunden hätte. Ich wollte nie Gründerin werden, überhaupt nicht. Absoluter Horror, ein Unternehmen zu leiten, gar nicht meins. Das ist mittlerweile, wo ich sage, rückblickend ist das der perfekte Beruf für mich. Wie gelingt es eigentlich, diese Rolle wieder abzulegen? Also jetzt beispielsweise in Bezug, weil du hast gerade von Szenarien gesprochen, dass man sich überlegt, okay, man kann ja verschiedene Berufe mal ausüben oder verschiedene Dinge einfach testen. Bei dir war ja die Schauspielerei, wenn ich es richtig rausgehört habe, ja schon relativ weit. Mhm. Und wie gelingt es aber dann, diese Rolle abzulegen? Weil im Endeffekt, wir denken ja, wir sind der Job beispielsweise. Mhm. Wir sind unser Name. Wir sind das und das und das. Und dann, wenn man aber sagt, ich lasse das jetzt los, ich widme mich einem neuen Thema oder einer neuen Unternehmung, einer neuen Idee, dann lässt man ja in dem Moment diese Etikettierung, diese Rolle, diese Identität oder einen Teil dieser Identität fallen. Und wie gelingt das? Oder wie hast du das geschafft? Du sagst da was sehr, sehr Gutes, weil du sagst, ein Teil der Identität. Ich glaube, das zu verstehen, dass man nicht komplett alles aufgeben muss, was mit diesem Job einherging, sondern einen Teil mitnehmen darf. Man darf einen Teil dieser Rolle, die man gerne gemacht hat, und diesen Teil dieses Jobs, den man geliebt hat, davon beibehalten. Was hat mir im Schauspiel gefallen? Mir haben die Menschen gefallen, die verrückten Charaktere, die habe ich in der Startup-Szene aber sowas von, die haben allen Schaden, aber auf eine sehr positive Art und Weise. Mir hat gefallen, dass in eine Rolle schlüpfen, vor der Kamera stehen und zu gucken, wie spielst du mit der Kamera, wie spielst du mit deiner Stimme, wie spielst du mit deiner Art und Weise zu sprechen, aber auch mit der Art und Weise, wie du gestikulierst. Das zu nutzen, zu sagen, hey, in meinem Beruf als Gründerin werde ich häufig angefragt fürs Fernsehen, ich werde häufig angefragt für Talkshows, für eben Talks, wo dann auch teilweise eine Kamera dabei ist oder wo ich auf einer Bühne stehe. Das heißt, rein theoretisch zu sehen, dieser Beruf, den ich vorher gemacht habe, hat mich darauf vorbereitet, das gut zu meistern. Die meisten Gründer und Gründerinnen, denkt man vielleicht nicht, aber sind sehr introvertiert. Die haben keine Lust, auf einer Bühne zu stehen, weil sie es auch nie gemacht haben, weil sie noch nie eine Erfahrung auf einer Bühne gemacht haben oder keine Kameraerfahrung haben, wo ich halt sage, ich habe einen ganz natürlichen Umgang damit, weil das eigentlich mein Berufswunsch war und ich kann das sozusagen implementieren in diesen neuen Job und das zu sehen und das zu nutzen, zu sagen, hey, egal welchen Beruf du machst oder umgesetzt oder dir vorgestellt hast, du kannst immer einen Teil davon mitnehmen, der dir vielleicht am meisten Spaß gemacht hat. Und ich habe schon so viel ausprobiert, auch während dem Studium, also nicht Studium, während dem Abitur nebenbei oder nach dem Abi dann, als ich dann sofort angefangen habe zu studieren. Ich war Dopingkontrolleurin, ich habe Schauspiel gemacht, ich war Jugendjournalistin und habe da Preise gewonnen. Ich war, was hatte ich noch gemacht? Ich habe synchron gesprochen, ich habe Texte geschrieben für einen Müsli-Riegel-Hersteller in Jugendsprache und all das. Das hat mir halt einfach extrem geholfen, auch zu reflektieren und auch Teile von mir kennenzulernen, die ich vielleicht so gar nicht gekannt hätte. Und auch ja aus jedem Beruf, den ich gemacht habe oder jedem Minijob oder was weiß ich, habe ich was mitgenommen. Genau wie du zum Beispiel als Kellnerin neben dem Studium unglaublich gut lernst, deine Zeit einzuteilen, mit verschiedenen Menschen und in einer Stresssituation umzugehen, verschiedene Aufgaben zu erfüllen und das
zu sehen und das auch zu nutzen und zu sagen, hey, was habe ich denn da eigentlich für ein Skillset mir erlernt? Das kann total hilfreich sein, um eben auch mit diesem Trennen von dieser Rolle, wie du es genannt hast, umzugehen. Ja, was und vielleicht auch dieses, bitte? Was war dein Beruf? Hattest du irgendwie mal so einen wilden Job? Ja, also eigentlich bin ich gelernter Sportartikelverkäufer. Siehst du? Also, Hammer! Ja, und also im Endeffekt ist ja auch so, ich habe verschiedene Dinge durchlebt, ich habe mir dann selbst Grafikdesign beigebracht, vom Grafikdesign hin zum Podcast, vom Podcast hin zur Erwachsenenbildung, wo ich Wissensinhalte vermittle etc. Also im Endeffekt, da habe ich erst erkennen müssen, welches Handwerk habe ich gelernt, zum Beispiel beim Verkauf, was ist Verkauf im Endeffekt und vor allem im Sportartikelverkauf, im Tourismusgebiet Aachensee, du warst ja vor kurzem im Tirol, da bekommt man ja einiges mit und es gibt sehr viele Touristen und wie holt man die Menschen ab, welches Energielevel haben die Menschen, also im Endeffekt ist man ja im Verkauf Energiemanager oder Managerin und das zu verstehen und das anzuerkennen und auch das Menschen mitzugeben im Alltag und zu wissen, nicht jeder hat tagtäglich dasselbe Level und man weiß ja gar nicht, woher die Menschen kommen. Kommen die aus den Büroräumlichkeiten oder auch wenn sie vom Urlaub kommen, die kommen aus dem Stau etc. Und wie hole ich die Menschen gezielt ab beispielsweise? Das ist ein Handwerkszeug. Oder wie begegnet man Menschen? Welche Rollen kann man denn einnehmen? Beispielsweise auch im Verkauf, wenn man jetzt sagt, das ist jetzt kein wertegetriebenes Unternehmen, dass man einmal die Rolle des Storytellers beispielsweise einnimmt. Und das Ziel des Tages ist es, Menschen Geschichten zu erzählen. Diese zu begeistern, zu inspirieren, welche Erlebnisse, welche Bedürfnisse kann man erwecken am Aachensee beispielsweise oder die Rolle des Upsellers. Ja, dass man wirklich gezielt sagt, meine Rolle ist heute, Menschen eine gute Zeit zu bescheren, zu dienen und Upselling zu betreiben. Und das ist heute meine Rolle, Upselling beispielsweise. Und auch so können wir tagtäglich in Rollen schlüpfen, weil wir sind ja immer, wenn wir eine neue Tätigkeit ausüben und ich denke, du weißt das auch sehr gut von der Schauspielerei. Wir nehmen eine neue Rolle ein. Wir sind in Partnerschaften, in Beziehungen, andere Menschen wie im Meeting, im Business-Meeting. Echt? Das ist auch gut so. Ja. Also zumindest so ist es so bei mir. Aber es ist ja auch gut so, dass wir einfach so eine gewisse Trennung haben und so weiter. Und deswegen, ich tat mir damals sehr schwer tatsächlich mit dem, okay, nicht mehr Verkäufer, selbstständiger als Grafikdesigner, aber nie Grafikdesign gelernt, alles selbst beigebracht durch schwierige Phasen und vielen Herausforderungen. Und das dann zu erkennen, dass man ja eigentlich nicht das ist, was Menschen in dir sehen, sondern man kann ja selbst seine Rolle sehen. Und ich glaube, dass das der alles entscheidende Unterschied ist, zu erkennen, man ist nicht das, was die Menschen über dich denken. Oder? Und nicht nur der Job, den du gelernt hast. Also das ist vielleicht auch ganz wichtig. Du musst nicht den Beruf nachgehen, den du studiert hast oder für den du die Ausbildung gemacht hast. Für viele Berufe heutzutage brauchst du eine Plattform, nämlich Google oder vielleicht noch ChatGPT, wenn du willst. Aber du kannst ja auch heutzutage, man sagt ja auch immer, die Generation Z wäre die, also meine Generation wäre die bestausgebildete Generation der Welt. Nicht, weil wir so gut in der Schule sind oder so gut studieren oder was weiß ich, sondern weil wir halt einfach Zugänge zu Wissen haben und das weltweit. Und ich glaube, das darf man halt auch nicht unterschätzen, wie eben du dir dann das Programmieren oder Grafikdesign oder was weiß ich beigebracht hast. Totales Skillset. Und heutzutage kann man wirklich von zu Hause aus im Bett lernen. Und das ist ein ganz, ganz großes Plus, was wir auch nutzen müssen und auch ältere Generationen verstehen müssen, dass der klassische Karriereweg langfristig so nicht mehr benötigt werden wird. Ja. Vor allem auch, dass wir mehr Stressmanagement benötigen, oder? Also die Jobs, was wir heute lernen, benötigt das vielleicht in 5 bis 10 Jahren nicht mehr. Da müssen wir einen neuen Job lernen. Mhm. In dem Wissen, in 5 bis 10 Jahren wird auch dieser Job nicht mehr benötigt werden. Also auch diese Anpassungsfähigkeit ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, die wir zukünftig haben werden, oder? Ja, und wenn man sich mal historisch den Verlauf anschaut, von wo wir kommen und wie schnell der Wandel, auch digitale Wandel und Fortschritt kam, ich weiß nicht, was in 5 Jahren ist, ob es die Berufe, für die wir jetzt noch studieren, ob es die in der Form noch geben wird, außer vielleicht ein klassischer Beruf wie Medizin oder eben auch Jura oder ähnliches, aber viel wird langfristig ersetzbar sein und dessen müssen wir uns stellen. Zum Beispiel brauchst du langfristig einen Fotografen oder eine Fotografin nicht mehr. Texter, Texterinnen können ersetzt werden durch Tools und Technologien und das ist ja auch in Ordnung, dass man versteht, immer wenn ein Job verloren geht oder es den in der Form nicht mehr gibt, dann gibt es aber auch ganz, ganz viele neue, weil irgendjemand muss ja am Ende dieser
Plattform sitzen und es gibt neue Arten von Berufen, neue Arten von Möglichkeiten, die wir uns jetzt noch gar nicht so vorstellen können. Blickst du positiv in die Zukunft? Ja, ich bin aber auch so ein positiver Typ. Also ich bin eher, dass ich so sage, ich freue mich drauf, ich freue mich zu sehen, was für ein Wandel entsteht. Klar gibt es so ein paar Themen, wo man sich hinsetzen muss und sagen muss, wie geht es mit dem Klima weiter, wie geht es in der politischen Lage weiter, wie ist es mit Weltkriegen, die kommen können und gerade auch schon vor der Tür stehen eigentlich. Was passiert dann, wie weit wird unser Weltbild gerade gerückt oder verrückt? Und da muss man sich halt auch einfach die Frage stellen, was passiert. Aber letztendlich zu sehen, der Mensch entwickelt sich immer weiter, ist halt eigentlich unglaublich spannend. Und weiterentwickeln heißt natürlich auch, dass man manchmal schmerzhafte Phasen durchlebt. Aber ich glaube, die gehören dazu. Und Wachstum, Schmerzen gehören zum Leben. Die haben wir als Teenager durchlebt, als die Beine länger wurden. Aber die gehören auch dazu, wenn sich eben unsere Persönlichkeit weiterentwickelt und unsere Art zu denken, zu sprechen. Gerade das Thema Gendern ist ja auch immer so ein riesiges Thema. Da gibt es einen riesigen Wandel. Und ich denke schon, dass da eine Zukunft auf uns zukommt, die spannend ist. Ich würde nicht sagen rosig, aber spannend. Wie gelingt Persönlichkeitsentwicklung im jetzigen Zeitalter? Weil mir ist mal aufgefallen, ich habe sehr viel Podcasts konsumiert, sehr viel Bücher gelesen. Ich lese nach wie vor noch viele Bücher, Podcasts zu einem gewissen Teil stark reduziert. Machst du deinen eigenen? Ich mache meinen eigenen unter anderem, aber darüber hinaus ist natürlich das Problem, dass diese Persönlichkeitsentwicklung wie immer ein größeres Selbstbild bekommen von dem Potenzial, was wir haben könnten, weil wir konsumieren. Und dann verändert sich ja quasi das Bild von dem, was wir sein könnten, weil wir sehen, was andere Menschen gemacht haben, was andere Menschen tun, das Vergleichen. Genau. Und dann ist ja total schwierig, das zu verstehen, dass die Persönlichkeitsentwicklung bei mir selbst nicht im gleichen Maße Schritt halten kann mit der Konsumation, die ich tagtäglich betreibe, mit dem Wissen, das ich tagtäglich ansammle. Und dann kommt ja diese Drucksituation zustande und diese Unzufriedenheit, warum bin ich noch nicht da? By the way, das ist ja Stressauslöser. Ich bin da und nicht da. Ja, also ist ja quasi so die Krux am Stress. Da ist man gerade und da möchte man hin. Und dann entsteht ja immer noch mehr Stress und noch mehr Druck. Wie gelingt denn Persönlichkeitsentwicklung? Therapien, also ich glaube, klassische Therapien einzusetzen, macht viel Sinn. Ich bin kein großer Fan von Coaching. Also ich glaube, an erster Stelle für mich, wenn es um Themen geht, auch Aufarbeitung, steht einfach für mich Therapien, weil ich einfach auch weiß, wie schnell so eine Coaching-Ausbildung gehen kann und wie das teilweise, wer sich alles Coach nennen darf. Es ist ja auch kein wirklich geschützter Begriff. Ich glaube aber letztendlich, und das hat mir geholfen, gerade in dieser sozialen Medienwelt, wo es eben darum geht, sich zu vergleichen. Ich glaube, soziale Medien sind der größte Stressauslöser, den es jemals gab, zumindest derzeit. Da nur Leuten zu folgen, die man kennt und die einem gut tun. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir geholfen hat. Ich folge zum Beispiel keinen Influencern oder Influencerinnen, die ich nicht persönlich kenne oder die ich nicht mag oder wo ich nicht das Gefühl bekomme, hey, das ist ein positiver Austausch, da lerne ich was, da nehme ich Impulse mit, da fühle ich mich inspiriert und nicht unter Stress gesetzt und unter Druck gesetzt, das Gleiche zu erreichen und gleichzeitig sich in Relation zu setzen. Ich habe zum Beispiel, als ich gegründet habe, ganz am Anfang gab es wenig Gründerinnen. Wir waren 15% Gründerinnen in Deutschland, mittlerweile 20%. Das ist nicht viel innerhalb von 5 Jahren. Mit einem 5%igen Wachstum und sich dahin zu setzen, zu sagen, mit welchen Gründerinnen kann ich mich eigentlich vergleichen und dann zu realisieren, die meisten Frauen, die gründen, sind doppelt so alt wie ich oder die erfolgreich sind, die sind viel, viel älter als ich, weil sie ganz andere Zeit hatten, wo sie groß geworden sind, ganz andere Erfahrungen, ganz andere Lebensbedingungen, auch aus denen sie erwachsen sind. Und das zu verstehen, sich das auch anzuschauen, die Hintergründe und nicht nur den jetzigen Erfolg, ist ganz, ganz wichtig. Und noch vielleicht ein Tipp, was mir hilft. Ich habe eine riesige Liste, wo ich all das aufschreibe, was in meinem Leben gut lief und schlecht lief. Und immer wieder, wenn ich denke, hey, ich schaffe nichts, ich habe nichts in meinem Leben geschafft, was auch mal vorkommen kann, weil man auch da, wie gesagt, unfair mit sich selber ist, gerade wenn man eben andere sieht, dann schaue ich mir die Liste an. Und die Liste von Erfolgen bzw. Absagen ist nicht in Relation zu setzen. Die Erfolge sind so lang und da habe ich wirklich jeden Mikroerfolg aufgeschrieben. Und das sich manchmal anzuschauen und rückblickend zu schauen, woher komme ich eigentlich und sich mit sich selber und der älteren Version von sich selber zu beschäftigen
Und mit der zu vergleichen, macht viel mehr Sinn, um auch den eigenen Wachstum zu verstehen und da eben auch andere außen vor zu lassen. Das ist jetzt vielleicht eine kuriose Frage, aber ich habe mal das Zitat gehört, am Ende des Lebens ist man froh für all die Dinge, die nicht funktioniert haben. Was war die letzte Sache, wo du froh bist, dass sie nicht funktioniert hat? Das ist, oder dass du gescheitert bist? Meine Gründungsgeschichte ist ja daraus entstanden. Ich wollte ja, wie gesagt, Schauspiel, dann hatte ich Journalismus gemacht. Beides lief so parallel, also mit 7 angefangen zu Schauspielern, bis ich so 18, 19 war. Und mit 14 bis 20 war ich wirklich aktiv im Journalismus. Und mit 20, in dem Jahr, in dem ich auch gegründet hatte, hatte ich mich, bevor ich überhaupt die Idee zu Filmmentor hatte, hatte ich mich bei der Axel Springer Akademie beworben. Das ist so die Journalistenschule für Volontariate. Und ich habe mich da beworben, dachte, wenn das klappt, mega geil. Und dann hatte ich die Idee zu Filmmentor und dachte, naja, dann mache ich das, bis das Volontariat anfängt. Und in diesem Bewerbungsprozess gab es 4 Schritte. Also man musste sich bewerben mit einem Motivationsschreiben, dann gab es einen Testtag, dann gab es noch irgendwie so ein Schreibthema und dann gab es das letzte Bewerbungsgespräch. Und ich weiß nicht, wie viele hunderte von Menschen sich beworben haben, aber ich kam in die letzte Runde, wo halt nur noch 50 Teilnehmende waren. Und aus denen wurde dann ausgewählt und ich habe tatsächlich eine Absage bekommen. Und ich dachte mir so, oh Gott, meine Welt bricht zusammen. Ich habe total geheult. Und diese Absage stand auch so, ja, sie machen uns zu viel, weil ich eben auch von meinem Startup erzählt habe, weil ich meinte, oh, ich war halt ganz hyped und dachte, naja, kommt doch ganz gut an, wenn die merken, ich bin engagiert. Und am selben Tag, an dem ich geweint habe, weil ich eine Absage bekommen habe vom Axel Springer, Volo sozusagen, kam eine E-Mail in mein Postfach, liebe Frau Barner, Sie wurden ausgezeichnet, BZ Berliner Heldin und von Axel Springer, der BZ, die ist unter dem Axel Springer Verlag und die Akademie war in der 3. Etage und die Preisverleihung von dem Award ein paar Tage später war in der 19. Und ich dachte mir, es hat für die 3. Etage nicht gereicht, aber für die 19. Und ich mache das jetzt mit Filmmentor. Ich ziehe das durch und ich glaube, da liegt ganz, ganz viel Potenzial und ich hätte nicht so gegründet und hätte da nicht so 100% reingesteckt, wenn das mit dem Volo geklappt hätte. Und das heißt, die Absage und der Moment, wo ich dachte, meine Welt geht unter und das, was ich wollte und das, wo es hingehen sollte für mich, hat nicht geklappt, war für mich letztendlich die beste Entscheidung. Ich bin regelmäßig heute bei Axel Springer, bei Preisverleihung eingeladen, bei Veranstaltungen und tatsächlich eine der Frauen, die mir damals den Preis überreicht hat, ist jetzt die Leiterin der Axel Springer Akademie und meinte, sie hätte mich genommen, jederzeit, wenn ich mich heute nochmal beworben hätte. Und das war für mich so ein kleiner Full Circle Moment. Was macht denn eigentlich ein gutes Mentoring aus? Also wie findet man denn eigentlich die passenden Mentoren? Man sagt ja, die müssen den Weg bereits gegangen sein, den man selbst vor sich hat. Andererseits denke ich mir, jeder hat seinen eigenen Weg. Also kann ich jetzt nicht 100% nachvollziehen. Also ich sage mal so, meine Mentoren oder die Mentoren, die ich als Mentoren angesehen habe, kommen alle aus komplett unterschiedlichen Branchen, haben alle komplett einen unterschiedlichen Background und alle haben, sage ich mal, einen unterschiedlichen Bezug zum Leben. Hm. Von Spiritualität hin zum klassischen Manager oder zur klassischen Managerin, die was einfach ganz klar nach Zahlen geht beispielsweise oder auch die Person, was nach dem Bauchgefühl handelt. Also da gibt es natürlich breit gefächerte Wissensschätze, zu denen man zurückgreifen kann. Aber wie findet man denn den passenden Mentor oder die passende Mentorin? Also im klassischen Mentoring, wir machen ja Reverse Mentoring, aber im klassischen Mentoring, wo sozusagen du als jüngere Person von einer erfahreneren lernst, würde ich immer empfehlen, nicht nur einen Mentor oder Mentorin zu haben, sondern unterschiedliche Berater und Beraterinnen und auch Personen, die du fragen kannst und dann eben eine ausgewählte Person, mit der du dich wirklich intensiver beschäftigst und sie sich auch mit dir. Und was mein Rat ist, auch gerade bei Filmmentor häufig, wenn wir Matches machen, dass wir sagen, such dir eine Person aus, die eben aus einer anderen Industrie kommt, aus einer anderen Branche, aber vielleicht ähnliche Themenfelder oder ähnliche Problematiken kennt. Weil ob das jetzt jemand ist, der in einem Konzern arbeitet für Maschinenbau oder jemand, der in der Medizin arbeitet, es gibt immer Parallelen, es gibt immer ähnliche Problematiken, ähnlich, wenn das Problem zum Beispiel in der Vorgesetzten oder dem Vorgesetzten ist, dann kann es Sinn machen, mit einer Person zu sprechen, die sich mit dem Thema vielleicht schon auseinandergesetzt hat oder vielleicht auch mal in der Rolle oder in der Position war und das unabhängig von dem Beruf. Und dazu verstehen, dass du vielleicht auch, wir raten zum Beispiel Personen, die in, also für Mentors branchenübergreifend, wenn sich zum Beispiel eine junge Schauspielerin bei uns bewirbt, empfehlen wir ihr meistens nicht mit einer anderen Schauspielerin als Mentorin zusammenzuarbeiten, sondern vielleicht mit einer Regisseurin oder einer Drehbuchautorin oder jemandem aus einem ganz anderen Bereich,
um auch Konkurrenz zu vermeiden, weil natürlich das immer eine Gefahr sein kann. Wie weit wird dich eine andere Unternehmerin, die in dem gleichen Bereich ist wie du, unterstützen, wenn du potenziell Konkurrenz bist? Und das im Hinterkopf zu behalten und sich da vielleicht auch mal anderweitig umzuschauen mit jemandem, mit dem du halt nichts hast, wo man vielleicht ein Berufsgeheimnis behalten muss, kann auf jeden Fall Sinn machen. Und so ist es halt auch in Unternehmen. Vielleicht mit jemandem sprechen, der in einer ganz anderen Abteilung sitzt, aber vielleicht auch interne Strukturen kennt und das Problem dahinter, aber vielleicht eben nicht im gleichen Bereich und dadurch auch riskieren, dem Vorgesetzten irgendwie, dass der was mitbekommt oder ähnliches. Also das ist immer so mein Rat. Und bei Mentoren und Mentorinnen auch extrem aufs Bauchgefühl hören. Wenn das jemand ist, der triezt und drillt, dann wäre das zum Beispiel überhaupt nicht meine Person. Ich brauche jemanden, der empathisch ist, der sich reinfühlen kann, der mir eine Tür aufzeigt, mich aber selber auch durchgehen lässt und nicht irgendwie hinter mir steht, ja, mach das jetzt, du musst das jetzt machen und mich unter Druck setzt. Das bin ich nicht vom Typ, während jemand anderes das vielleicht braucht. Also da wirklich gucken, welchen Mensch oder welchen Typ Mensch brauche ich eigentlich im Hintergrund oder vielleicht auch im Vordergrund. Wann erkennt man, dass man sich von einem Mentor oder einer Mentorin trennen muss? Weil man ist ja in unterschiedlichen Lebensphasen und auch da muss man sich ja wieder neu orientieren, höchstwahrscheinlich, oder? Also ich glaube, es ist wichtig, dankbar zu bleiben, dass man jetzt nicht irgendwie sagt, ja gut, du hast mir gedient, das war's jetzt, danke. Sondern da auch zu merken, okay, du hast mir einfach viel mitgegeben und danke für die Zeit, die ich mit dir hatte. Also auch die Art, wie man sich trennt, ist ganz, ganz wichtig. Aber um auf die Frage einzugehen, ich glaube, wenn man den Rat der Person hört oder wenn der Rat der Person ungewollt kommt, also wenn die sich zu sehr einmischt in dein Leben oder in deine Thematiken und du aber gar nicht wolltest, dass die Person dich berät in dem Thema, oder wenn du dich eben immer für das entscheidest, was die Person eben nicht rät, dann sollte man sich vielleicht doch überlegen, ob das Mentoring für beide Seiten einfach keinen Sinn mehr macht. Ich habe mal gehört, dass idealerweise man sich am Morgen die Frage stellen sollte, worauf freust du dich heute? Wenn du an Fimentor denkst, worauf freust du dich da tagtäglich oder worauf hast du dich heute gefreut oder worauf freust du dich höchstwahrscheinlich morgen? Also was ist der Antrieb, was ist der Treibstoff? Also wenn ich persönlich sprechen müsste, ich bin Stipendiatin beim Aspen-Institut und fahre jetzt gleich dahin in den 2 Stunden fern von Berlin und darf da 4 Tage zum Thema Leadership einem Seminar beiwohnen und teilnehmen und bin die jüngste Teilnehmerin und freue mich da auf jeden Fall auf den Austausch mit Politikern und Persönlichkeiten, die einfach beruflich viel weiter sind als ich. Das ist so ein persönliches, freue ich mich heute drauf. Und bei Fimentor, ich glaube, tagtäglich diese Veränderung mitzubekommen, die Veränderung in den Leben von Menschen zu einem Besseren, zu einem Stückchen weiterzukommen, wo sie hinwollen und wo sie auch hingehören und auch zu realisieren, was sie möchten, was nicht und mit Menschen zusammenzuarbeiten. Also das, was mir eben auch am Schauspiel, am Journalismus, was ich gefallen hat, waren die Geschichten, waren die Menschen und ich darf tagtäglich tolle Geschichten von Menschen kennenlernen und ein Teil ihrer Geschichte sein. Und das ist, glaube ich, das, was mich motiviert und was mich einfach auch weitermachen lässt. Wann war zum letzten Mal ein Moment bei dir da, wo du gesagt hast, ich mag nicht mehr, ich lasse es? Solche dunklen Momente gibt es meiner Meinung nach bei allen Personen. Ja, also jede Woche mindestens einmal. Also das gehört, wenn ich jetzt wahrscheinlich mein Handy reintippen würde, ich kann nicht mehr, würde dir wahrscheinlich die mehr Suchverläufe und mehr Optionen angeboten werden als bei irgendwas anderem. Das gehört dazu. Es gehört dazu, auch fertig zu sein, keine Lust mehr zu haben, zu sagen, ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Gerade wenn du viel unterwegs bist, aber der Moment, wenn du dann merkst, okay, ich nehme mich kurz raus, ich gebe mir diesen Moment und danach geht's weiter oder danach passiert was, wo ich wieder total Lust drauf habe, der kommt immer und das ist eine Erfahrung, die ich in den letzten 5 Jahren machen durfte. Deswegen häufig, zu häufig. Ab wann denkst du, erkennt man, dass es wirklich Zeit ist, loszulassen? Wenn man, nachdem ich kann nicht mehr zurückkommt, nicht mehr Bock hat. Also wenn man wirklich sagt, ich kann nicht mehr und dann wartet und wartet und wartet und irgendwann merkt, okay, ich kann wirklich nicht mehr und ich kann auch diese Sache nicht mehr. Und da auch im Beruf zu schauen und auch im Privatleben, egal ob es jetzt eine Beziehung ist und eine Trennung von einem Arbeitsgeber oder einer Arbeitsgeberin,
da sich wirklich zu fragen, komme ich an den Punkt, habe ich irgendwann wieder Lust oder kommt das einfach nicht mehr zurück? Und dann ist auch der Moment weit überschritten, wo man einfach sagen muss, ich gehe jetzt. Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich, ja. Anastasia. Du hast vorhin angesprochen, beziehungsweise du hast das Wort Inspiration erwähnt. Mhm. Wann wirst du inspiriert oder was macht eine Inspiration aus? Ich werde inspiriert, wenn ich denke, davor habe ich Angst. Das finde ich bewundernswert, dass die andere Person das bereits gemacht hat. Und wie kommt man dahin? Also wenn ich mich wirklich frage, wie schafft man das? Wie ist das möglich? Wie kann man das in meinen eigenen Möglichkeiten schaffen? Und wo sind meine Grenzen und wo sind die Grenzen anderer? Und welche Grenzen finde ich gut und welche nicht? Also ich glaube, da kommt meine Inspiration her, dass ich dann wirklich sage, passt das? Ist das eine Grenze, die ich auch haben möchte oder eben nicht? Sehr schön. Wir hatten uns ja eigentlich beim Ski Innovation kennengelernt, deswegen bezieht sich die zweite Abschlussfrage auch auf das Event. Wenn du die Möglichkeit hättest, all den Menschen, denen du begegnet bist bei Ski Innovation, einen Flyer oder eine Karte in die Hand zu geben, was steht auf dieser einen Karte? Ich glaube, ich würde jeder Person, die bei der Ski Innovation war, eine Karte geben mit Dankeschön, weil es echt eine tolle Erfahrung war und jeder Mensch seinen Teil zu dieser Erfahrung beigetragen hat. Schön, sehr schön. Und die letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage, Anastasia, was möchtest du noch sagen? Geht euren Weg, lasst euch inspirieren und macht, worauf ihr Bock habt, ganz ehrlich. That's it. Gutes Motto. Und dem kann ich nur zustimmen. Im Endeffekt, man muss es halt einfach mal machen, ja, und auch einfach machen, nicht zu groß denken, weil im Endeffekt ist ja alles ein Schritt-für-Schritt-Prozess und wenn man die Gegenwart nicht nur als Mittel zum Zweck sieht, sondern auch ab und zu als grundsätzlichen Zweck, dann gelingen auch einige Dinge einfacher. Und es war ein tolles Gespräch, sehr angenehm. Vielen Dank für deine Zeit, Anastasia, und dir weiterhin alles Gute. Danke. Danke dir. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.